Andreas Brun, Sie sind Aktienanalyst bei der ZKB. Die Credit Suisse hat heute das Resultat vorgelegt mit einer deutlichen Gewinnsteigerung gegenüber Vorjahr. Aber ist das Resultat von der Grossbank auch so gut, wie es aussieht? Bei einer Grossbank gibt es natürlich immer Licht und Schatten. Auf der negativen Seite sind vor allem die höheren Kosten zu erwähnen. Auch, dass Kostenreduktionsziel leicht gesenkt worden sind. Aber insgesamt überwiegen für mich eigentlich die positiven Aspekte. Der wichtigste Segment, das ist vor allem im Investmentbanking mit einem sehr guten Ausweis und auch im Wealth Management mit einer guten Steigerung der Netto-Neugelder und auch mit guten Margen. Jetzt haben wir den Aktienkurs der Credit Suisse angeschaut. Seit dem März ist der um 15% gestiegen. Am 10. März ist bekannt worden, dass der Tidjane Thiam neuer Konzernchef wird nach dem Brady Dugan. Gibt es also ein einen Thiam-Effekt bei den Credit Suisse Aktien? Wir haben in dieser Zeit sicher auch sehr positive Börsen gehabt. Auf der anderen Seite haben die US-Grossbanken ihre Investmentbanking-Resultate ausgewiesen, die auch sehr gut gewesen sind. Das ist der eine Aspekt. Aber es gibt sicher einen Thiam-Effekt. Dort ist einerseits die Person von Tidjane Thiam zu erwähnen. Auf der anderen Seite ist es aber sicher wichtig, dass einfach kein interner CS-Zögling von Brady Dugan, der als neuer CEO ernannt worden ist. Jetzt ist ja die Investmentbank relativ gut gelaufen in diesem Quartal. Aber es gibt ja viele Spekulationen, dass Thiam die Sparte wird verkleinern, gewisse Geschäfte verkaufen oder zurückfahren. Was halten Sie von all diesen Überlegungen oder Spekulationen, dass die CS ihre Investmentbank wird verkleinern wird? Alle Marktteilnehmer gehen von dem aus, ich eigentlich auch. In meinem Basisszenario glaube ich, dass die CS wird müssen eine Kapitalerhöhung machen von rund 5 Milliarden. Die Kapitalerhöhung sollte dann eine gute Ausgangsbasis schaffen für eine neue CEO und den Bewertungsabschlag, den die CS hat, aufgrund von der niedrigen Kapitalausstattung auch wettmachen. Die Kapitalerhöhung kann aber nicht einfach gemacht werden ohne Strategieanpassung, weil wir ja nicht teures Kapital aufnehmen und nachher das in den nächsten 3 Jahren über Dividenden wieder ausschütten, weil CS ist natürlich auch ein Dividenden-Case. Also muss mit dieser Kapitalerhöhung letztendlich eine Strategieanpassung einhergehen. Das heisst, dass auf Kosten vom Investmentbanking das Wealth Management wird gestärkt werden. Machen da Ihrer Meinung nach die grossen Aktionäre mit? Wenn der wirklich die Strategieanpassung vom Verwaltungsrat genug gut kommuniziert wird, dann glaube ich, dass das so gut durchkommen kann, ja. Wenn Sie die beiden Grossbanken vergleichen, Aktien, UBS, Credit Suisse, welche Aktien bevorzugen Sie im Moment? Bei der CS ist es einfach so, dass die Probleme immer noch bestehen. Das heisst, sie haben eine zu tiefe Eigenkapitalbasis und auch bei den Rechtsrisiken könnte es sein, dass noch mehrere Milliarden Rechtskosten auf CS zukommen. Der Tidjane Thiam wird erst im Juli anfangen. Bis der VR eine neue Strategie wird ankündigen, geht es auch noch, sicher bis im Herbst oder Winter von diesem Jahr. Bis so eine Strategie dann wirklich kann umgesetzt werden oder dass man in den Resultaten sieht, geht es noch länger. Bei der UBS hingegen ist die Restrukturierungsphase schon durch. Die Investmentbank macht noch etwa 25% aus von der UBS und ist eigentlich dort, wo sie sein soll. Also die UBS ist dort schon weiter. Und auch im Wealth Management, wo vor allem dann das Asiengeschäft angeschaut wird, weil dort spielt Musik, das ist die Zukunft des Wealth Management, ist die UBS grösser und schon weiter fortgeschritten. Darum präferieren wir die UBS gegenüber der CS. Herr Brun, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.